Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Aber wie wird er oft behandelt? Als bloße Sache, mit der man machen kann, was man will. Dabei ist der Tierschutz seit einigen Jahren in der Verfassung als Staatsziel verankert. Tiere sind beseelte Lebewesen. Sie empfinden Freude und Schmerzen, genau wie wir Menschen. Ich habe das Gefühl, dass mir meine Hunde als Engel geschickt worden sind, um mein Leben glücklicher zu machen. Sie sind Familienmitglieder, sie sind Lebensgefährten. In Deutschland leben etwa 5 Millionen Hunde. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte. Auf welchen Wegen der Hund zum Menschen findet. Und er zeigt, dass Deutschland in Sachen Tierschutz noch immer ein Entwicklungsland ist. Ein Supermarktparkplatz in Velbert in Nordrhein-Westfalen. Wir treffen uns mit einem Welpenhändler aus Polen. Er hat im Internet inseriert, bietet zwei reinrassige Golden Retriever zum Schleuderpreis an. Katrin Hansen vom ETN, dem Europäischen Tier- und Naturschutz e.V., gibt sich als ganz normale Käuferin aus. Wir begleiten sie mit einer versteckten Kamera. Habt ihr eine weite Reise hinter euch? Hi, Süße! Oh. Hallo, hallo, hallo. Halt, 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 halt. Ihr lauft ja nicht weg, oder? Hallo. Hallo, 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 hallo. Seit gestern Abend sind die Welpen im Auto unterwegs. Damit sie bei der Übergabe sauber sind, haben sie nur sehr wenig Wasser und überhaupt keine Nahrung bekommen. Sie sind am 2. Wie ist das, 2. Juli geboren. Ich sage, Sie sind mit Duramune 5 geimpft. Also diese Impfung ist 5 Krankheiten, also gegen 5 Krankheiten. Ja. Also können Sie ohne Angst erste Mal in einem Monat zum Tierarzt gehen. Ja. Das Verkaufsgespräch dauert nur wenige Minuten. Wir zahlen 520 Euro, dann gehören die Welpen uns. Eine Quittung oder einen Kaufvertrag bekommen wir nicht. Wir sind ungefähr einmal in 2 Wochen, weil, wissen Sie, ich kann nicht mit 2 Welpen zum Beispiel oder einer Welpe kommen, ja. Das ist zu lang. Das heißt, Sie sammeln, genau. Und dann kommen Sie. Genau. Die Fahrt hat sich gelohnt. Schon bald wird er nach Deutschland zurückkehren, um leichtgläubigen Menschen Welpen aus dem Kofferraum zu verkaufen. Bis zu ihrer Vermittlung in gute Hände werden die beiden im ETN-Tierheim in Bad Karlshafen unterkommen. Den Ratschlag, sie erst in einem Monat dem Tierarzt vorzustellen, befolgen wir selbstverständlich nicht. Eine Tierärztin untersucht die Welpen in der vereinseigenen Praxis. Die Diagnose ist ernüchternd. Zum allgemeinen Zustand lässt sich sagen, Ernährungszustand mäßig, könnte ein bisschen besser sein. Das Fell war nicht gerade glänzend, ziemlich stumpf. Wir haben Parasiten gefunden, Flohbefall, Flohkot. Der eine Welpe hatte Augenausfluss, eitrigen Augenausfluss, leichte Konjunktivitis. Bei dem anderen Hund konnte ich 2 größere Umfangsvermehrungen feststellen, die sich angefühlt haben wie Abszesse, möglicherweise ausgelöst durch den Mikrochip, der eventuell nicht steril gesetzt wurde. Auf jeden Fall war es genau an der Stelle, wo dann auch der Chip abgelesen wurde. Die Impfausweise waren ja im Prinzip katastrophal. Also da stimmte von vorne bis hinten nichts. Es wurden 4 Impfausweise für 2 Hunde geliefert, was okay ist. Allerdings der Ausweis, der wichtige wäre, der EU-Ausweis, da waren keine Impfungen eingetragen. Ansonsten hat man eben auch gesehen, dass Verbesserungen vorgenommen worden sind. Sachen ausgestrichen, Tippex übermalt, neu geschrieben, ein Geburtsdatum
konnte unmöglich stimmen. Wenn die Leute an der Grenze kontrolliert worden wären, was durchaus ja mal vorkommen kann, wären sie, ja, hätten die Hunde nicht einreisen dürfen. Also die wären da entweder beschlagnahmt worden, auf jeden Fall mit den Dokumenten keine Chance. Katrin Hansen ist nicht nur aktiv im ETN tätig, sie ist auch Verhaltenstrainerin für Hunde. Durch ihren Beruf hat sie immer wieder mit Tieren von Massenvermehrern und unseriösen Händlern zu tun. Gerade diese Hunde sind schwer zu therapieren. Nicht selten setzen die überforderten Welpenkäufer nach einiger Zeit alles daran, die Tiere wieder loszuwerden. Zumeist ist die Mentalität der Menschen eine andere, die sich spontan beim Hundehändler einen Hund kaufen. Es ist vergleichbar mit einer Wegwerfgesellschaft. Man geht seinem Wunsch spontan nach, sich einen Hund zu kaufen. Sobald der Hund Probleme macht, nicht mehr in die Familie passt oder einfach unbequem wird, wird er wieder entsorgt. Wenn er Glück hat, kommt er ins Tierheim. Wenn er Pech hat, wird er ausgesetzt. Elena Eimertenbrink aus Bielefeld wollte nicht gleich 1000 Euro oder mehr für einen Welpen mit nachvollziehbarer Herkunft ausgeben. Auch sie fand im Internet eine Züchterin für Mischlingswelpen zum vermeintlich günstigen Preis. Die nächsten Wochen war sie dann Dauergast in verschiedenen Tierarztpraxen. Die Krankheitsgeschichte zog sich über mehrere Monate hin. Ganz am Anfang hatte sie Flöhe und Ohrmilben, auf die wurde sie natürlich behandelt. Dann wurden Giardien festgestellt. Da hat sie dann eine Flüssigkeit bekommen, die wir ihr irgendwie einflößen mussten, die ihr gar nicht geschmeckt hat, war sehr schwierig. Der Durchfall zog sich über mehrere Monate. Sie war total abgemagert, hat schlecht gefressen. Man hat sie natürlich Sorgen gemacht, weil ein Welpe, der Durchfall hat, ist ja immer sehr kritisch. Und die Tierarztkosten haben sich auf 300 bis 400 Euro belaufen. Ich war dann bei einem dritten Tierarzt letztendlich noch, der dann sofort meinte, der Hund ist in einem sehr schlechten Zustand und wenn sie nur einen Infekt noch bekommen sollte, könnte es sein, dass sie daran stirbt. Als wir Cookie abgeholt haben, gab es gewisse Verhaltensauffälligkeiten. Sie war sehr ängstlich, hat sich im Fußraum vom Auto versteckt und auch als wir dann hier waren, hat sie praktisch nur an der Wand gesessen, wollte gar nicht irgendwo gucken oder schnüffeln, wollte keinen Kontakt zu irgendjemandem haben und war einfach sehr verängstigt. Noch einmal würde Elena Eimertenbrink einen solchen Kauf nicht tätigen. Wie viele andere Geschädigte fragt sie sich, wie sie auf diese Züchterin reinfallen konnte. Ihr Vater ist Anwalt. Er will die Vermehrerin auf Schadenersatz verklagen. Besonders den Kaufvertrag hält er für rechtswidrig. Also zu dem Kaufvertrag ist zu sagen, dass meines Erachtens die Verwendung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Züchterin verwendet, nicht zulässig ist, weil sämtliche Ansprüche des Käufers von vornherein ausgeschlossen werden. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu der Problematik Tierkauf ist aber meines Erachtens eindeutig. Dort werden den Käufern durchaus Rechte eingeräumt, die auch sogar so weit gehen, dass der Käufer eines Tieres auch bei Erkrankung des Tieres dafür sorgen darf, dass der eigene Tierarzt die Behandlung durchführt und dem Züchter die Kosten dafür in Rechnung gestellt werden können.